Und hier noch das neueste Update über die fehlenden 0,1 Gold und XP. Ich habe es heute wieder ausprobiert. Es ist immer noch nicht, dass PlayStation 4 Spieler wieder ihr 0,1 Gold und ihre XP bekommen. Er hat sich extra eine Harttransplantation machen lassen. Aber wie ihr seht, er bekommt kein 0,1 Gold und bekommt erst recht keine XP. Es ist wirklich deprimierend. Ich will wirklich hoffen, dass Rockstar daran arbeitet, dass sie das endlich fixen. Ich hatte ja gestern schon den Verdacht geäußert, dass diese Namensänderungen bei PlayStation 4 für mich dafür verantwortlich sind, dass jetzt das System nicht mehr zuordnen kann, wer ist welcher Spieler, wer bekommt was. Es ist nur ein Verdacht, weil ja die normalen XP, wenn man jagt oder so, bekommt man ja durchaus auf seinen normalen Charakter gut geschrieben. Also es ist nur ein Verdacht von mir. Ich bin dann auch noch mit der Xbox angegangen. Ich will jetzt keinen von PlayStation 4 ärgern, weil sie jetzt natürlich diese 0,1 Gold bekommt und die 200 XP. Aber nur zur Demonstration, es gibt noch Systeme, wo das durchaus funktioniert. Und wie gesagt, Xbox, es funktioniert und PlayStation nicht.